In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man multidimensionale Arrays auch etwas effizienter oder einfacher initialisieren kann. Wir haben bereits gesehen, dass man mit verschachtelten Schleifen, also eine Schleife in einer anderen Schleife, so ein multidimensionales Array durchgehen kann und natürlich auch initialisieren kann. Das ist sehr praktisch, wenn tatsächlich irgendeine Berechnung dahinter steckt oder eben es immer wieder das Gleiche ist, wie zum Beispiel alles mit einer 1 initialisieren. Dann geht es eben viel schneller, als wenn man die einzelnen Zahlen dann wirklich reinschreiben möchte. Manchmal ist es aber auch so, dass man ein bestimmtes Muster wirklich hat und das hat man irgendwie manuell auf einem Papier, wie zum Beispiel ein kleines Bildchen oder irgendwie sowas. Und dann ist es eben viel besser, statt versuchen irgendwie in einer Schleife, das als eine Berechnung darzustellen, es tatsächlich einfach reinzuschreiben. Und das geht so. Wir werden wieder unseren alten Code benutzen, wo wir ein multidimensionales Array mit einer verschachtelten Schleife initialisiert haben. Und das hat die Dimensionen, 2 Dimensionen, 5 Reihen und 3 Spalten. Es gibt 2 Möglichkeiten, das alles zu initialisieren oder eigentlich auch mehrere. Die geschweiften Klammer kennen wir bereits und das wissen wir auch, dass eine so eine geschleifte Klammer war für einen Vektor zur Initialisierung dabei. Wenn ich jetzt 2 geschleifte Klammer mache ineinander und mehrere Reihen, ich kann mir jede von diesen geschweiften Klammern hier, von jeder von diesen, im Moment sind sie ja leer, kann ich mir tatsächlich als eine Reihe vorstellen. Damit ich mir das besser vorstellen kann, werde ich es tatsächlich als Reihen auch anordnen. Und jetzt kann ich sie auch mit Zahlen füllen. Wie viele Zahlen? Wir wissen, dass wir genau 3 Spalten haben. Genauso sieht es im Moment hier aus. Ich kann sagen, ich kann hier 1, 2 und 3 eingeben. Dann gebe ich hier 6, 7 und 8. Hier nehmen wir 1, 1 und 1. Und hier 9, 8 und 7. Und hier 10, 15 und 11. Sie sehen schon, hier habe ich keine Berechnung dahinter, sondern ich habe mir irgendwelche Zahlen einfach ausgedacht und da reingeschrieben. Diese Initialisierungsschleife muss ich jetzt natürlich hier rausnehmen, denn sonst würde sie meine erste Initialisierung einfach überschreiben. Das wollen wir auch nicht. Ich nehme sie raus und packe sie in die Loop-Funktion, wo sie dann statt zu initialisieren, würde sie mir einfach rausschreiben, was da drin ist, damit ich sehen kann, damit ich überprüfen kann, ob die Initialisierung auch genauso geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Um das Ganze etwas hübscher zu machen, damit die Zahlen im Serial Monitor nicht nacheinander einfach jeder an eine Zeile kommt, werde ich noch folgenden Trick machen. Hier, wenn ich die Zahl wirklich reinschreibe, werde ich statt Serial Print Line Print benutzen, danach ein Serial Print mit Leerzeichen oder mit Komma, machen wir Komma, ist auch egal. Und dann jedes Mal, wenn ich von einer Reihe zur nächsten springe, werde ich ein Serial Print Line einfach leer lassen. Die Idee ist folgende, man hat es ein bisschen formatiert. Wir werden auch gleich sehen, wie das Ganze aussieht. Wenn ich das jetzt hochlade und den Serial Monitor starte, dann geht das ziemlich schnell. Wir haben vergessen, eine kleine Pause einzubauen, damit es ein bisschen klarer ist. Das machen wir jetzt. Nachdem ich die ganze Matrize rausgeschrieben habe, werde ich einfach hier eine kleine Pause einbauen. Delay, sagen wir mal 5000, damit wir wirklich Zeit haben, uns das genauer anzugucken. Machen wir sogar 20 Sekunden draus. Das lade ich jetzt wieder hier hoch. So, was kommt jetzt da rein? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1, 1, 1, 9, 8, 7. Das ist genau, was wir hier initialisiert haben. Genau in der gleichen Form. Und Sie sehen also 2 interessante Sachen hier. Erstens, man sollte immer versuchen, mit Print und Printline das ein bisschen abzuwechseln, um eine gewisse Formatierung der Ausgabe zu erreichen. Und Sie wissen auch, wie man multidimensionale Matrizen auch so initialisieren kann, dass sie eben irgendein vorgegebenes Muster sind.
Es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, das zu initialisieren, und zwar diese inneren geschweiften Klammern sind dem Compiler eigentlich ziemlich egal. Ich kann sie komplett rausnehmen, nur die inneren, und dann wird er das selbst verstehen, denn er wird sie sozusagen einfach die Matrize einfach füllen, ohne zu beachten, wo ich meine Reihen gebaut habe. Das kann ich jetzt auch für Sie überprüfen. Man sieht es, man kompiliert es immer noch. Und wenn ich jetzt den Serial Monitor aufmache, dann sehe ich auch, die Ausgabe ist genau die gleiche. Also für den Compiler macht das eigentlich keinen Unterschied. Allerdings haben Sie ja bereits gesehen, wie ich das gemacht habe, mit den geschweiften Klammern zuerst am Anfang, erstmal die Reihen wirklich durchzählen, richtig formatieren und erst danach die Zeilen reinschreiben. Das sorgt für eine gewisse Ordnung beim Programmierprozess.